einen Preis für die privaten und freien Bonner Theater zu installieren, gab es eigentlich schon lange. Dann kam Corona und stoppte wieder fast alles. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass der neue Preis der Theatergemeinde Bonn den Namen Courage trägt. Natürlich kommt sofort die Assoziation an Brechts wahrscheinlich bekannteste Bühnenfigur, aber eben vor allen Dingen bedeutet Courage ja Mut, und das war eben auch unser Gedanke dabei, ganz abgesehen von diesem in verschiedenen Sprachen mit unterschiedlichen grammatischen Geschlechtern bedachten Wort. Bedingung für die Bewerbung um den Courage-Preis, das muss ich einfach kurz noch erklären, war es, das Stück muss in Bonn produziert sein und hier in der Saison 22/23 mindestens 5-mal gezeigt worden sein. Und die von der Theatergemeinde berufene Jury hatte es auch hier ziemlich schwer. Es waren knapp 20 Aufführungen in der standen zur Wahl. Und dann haben Andreas Amberg, der Vorsitzende der Jungen Theatergemeinde, Udo Wielke, der Redakteur unseres Theatergemeindenmagazins Kultur, Dr. Thomas Kölsch, ein freier Journalist, und Juliane Schmidt-Soding, die Geschäftsführerin der Theatergemeinde Bonn, und meine Wenigkeit, daraus so eine Nominierungs-Shortlist zusammengestellt. Wir haben diese Liste veröffentlicht und dann setzte wirklich ein Sturm an Publikumsvoten ein, mit dem wir so überhaupt nicht gerechnet hatten. Es hat uns aber auch sehr gefreut, weil es einfach die Wahrnehmung der Szene nochmal zeigt. Aber die Juryentscheidung fiel dann doch ziemlich schnell. Auch hier gab es Verzögerungen. Es dauerte ein wenig, bis das grüne Licht für den Spielbetrieb am neuen Ort dann wirklich stand. Der wachsame Brandsturz zum Wohl von möglicherweise gefährdeten Kleinkindern, also es ist jetzt nicht Babygate, wofür wir gerade alle redeten, und die Sorge um hörsturzanfällige Seniorinnen oder was so alles da noch genau unter die Lupe genommen war, hat dann am Ende doch alles funktioniert. Die Hausherren Knut van Marke und Dirk Vosberg van Marke nutzten dann die unfreiwillig verlängerte Spielpause noch, um tiefer als je zuvor in ihren Produktionen in die Geschichte einzutauchen und eben die Metropole der Liebe und der Lichter zu erkunden. Dabei stießen sie an der Place des Galles auf das Varieté-Theater der Familie Chevalier. Einst war es das erste Haus am Platz, gegen Ende der 1930er Jahre jedoch ein wenig aus der Zeit gefallen, zumal direkt in der Nachbarschaft die Mädels im Moulin Rouge nun gänzlich hüllenlos das Publikum anzogen. Aber Madame Chevalier achtete streng auf Contenance. Und dann steht da plötzlich der junge deutsche Künstler Max Rosenthal vor der Tür und bittet um Asyl. Als die Hausherrin den gelben Judenstern auf Max Weste sieht, ist völlig klar, in meinem Theater gibt es nur einen Stern, und zwar den auf meiner Garderobentür. Mein absoluter Lieblingssatz aus dem Stück. Max gehört nun zum Chevalier-Ensemble, wie es so kommen muss an einer Komödie. Natürlich verliebt sich Töchterchen Florentine in den reizenden jungen Mann mit der Nickelbrille und dem Chaplin-Smile im Gesicht, was dann zu einem Kinoausflug nach Casablanca führt und schließlich nach der Warnung eines sympathischen Flicks zu Maxes Immigration in die USA. Die trotz mancher Realitätspartikel tatsächlich frei erfundene Story ist frohgemut anachronistisch mit einem ganz bezaubernden Schuss Melancholie. Opulent ausgestattet bis hin zu den einem dieser berühmten Jugendstil-Metro-Eingänge von Hector Guimard. Dann Zaubertricks,
schwimmende Jungfrauen, lustige Clownerien natürlich auch, Cancan-Seligkeit, da schleicht sich dieses Gespenst des Nationalismus ganz hinterhältig durch die Szenerie. Und das war es, glaube ich, das war es dann letztlich auch, dass da doch eine wunderbare Geschichte erzählt wird bei allen Varieté-Elementen, die auch das Publikum so überzeugt hat. Ja, und irgendwann steht dann ein Mädchen namens Edith vor der Tür. Madame ist überhaupt nicht begeistert von ihrem Gegröle, aber Monsieur empfiehlt ein Engagement des kleinen Spatzen von Paris. Und dann geht es weiter am Porte par la Foule. Das kann man jetzt fast schon auch für diese riesige Zustimmung, die es beim Publikum gefunden hat, sagen. Also das Theaterkarussell der großen und kleinen Gefühle mit bewegenden Liedern und schwungvollen Choreografien dreht sich einfach immer weiter. Und irgendwann heißt dann die Chefin des neuen deutsch-französischen Familienbetriebs Chevalier Rosenthal und wird wahrscheinlich sogar wissen, wo Beulen liegt. Und wenn sie, und möglicherweise sogar hat sie das Wort Pfützchen auch schon mal gehört, wo inzwischen der Theaterpalast seine neue Heimat gefunden hat und wo zwei couragierte Künstler unter der Regenbogenfahne zwischen Schrott und Tennisplatz einen Theaterpalast eingerichtet haben, der atmosphärisch bundesweit einmalig ist. Und dafür gratuliere ich euch jetzt herzlich zu dem allerersten Courage-Preis. Und